zusammen und willkommen zu einem neuen Video, Neues von Pascal. Ich habe ja vor einigen Wochen einen neuen Gaming-PC gekauft, den habe ich euch ja vorgestellt bzw. ausgepackt zusammen und dann kurz ein bisschen angeschaut. Hier, wenn ich dann den Finger finde, hier ist er jetzt, diese Kiste. Ist noch ein Mikrofon davor für die Aufnahmen. Da ist er jetzt installiert, mehr oder weniger. Also ich bin noch nicht 100% glücklich damit. Also mit dem PC schon, da läuft alles wunderbar. Aber von der Einrichtung her, da wird sich noch einiges tun. Hier ist es jetzt so, ihr kennt ja vielleicht meinen Gamingplatz, den habe ich euch ja mal vorgestellt. Damals noch mit einem einzigen PC. Jetzt habe ich tatsächlich zwei Gaming-PCs. Hier eben links der neue, auf dem wird eben, wie gesagt, hauptsächlich Landwirtschaftssimulator gespielt, aufgezeichnet und so weiter. Wenn wir dann hier rechts schauen, das ist der alte Gaming-PC, den hatte ich schon lange, der ist seit 2016 und auf dem wird jetzt nur noch, ja ich sage jetzt nur noch, wahrscheinlich grundsätzlich OMSI gespielt. Man sieht hier auch den Bus drauf, das ist ein Citaro vom letzten Video, wo ich euch da vorgestellt habe, die C2s. Das ist natürlich praktisch, jetzt muss ich nicht mehr jedes Mal umstellen. Ihr wisst ja, ich habe hier diese Gaming-Konsolen da und auch hier links, da ist für Landwirtschaftssimulator. Die muss ich ja vorher immer umstellen, also wenn ich das eine Spiel wollte, muss ich dieses nehmen, das muss ich das andere nehmen. Und auch das Lenkrad, da habe ich jetzt doppelt, die hatte ich auch schon längere Zeit. Ein zweites auf Lager, das sind die... Die Logitech G27 habe ich hier einmal und hier einmal. Und auch hier muss ich nicht jetzt ständig in die Einstellung gehen, um die Force Feedback und alles abzuändern, je nach Spiel, sondern ich kann einfach das Spiel starten, welches ich gerade möchte. Vielleicht auch sogar parallel spielen, je nachdem. Der Monitor, der hier auf dem Game-PC steht, das ist eigentlich der Monitor nur für diesen PC da unten. Der hat nichts mit dem Gaming zu tun sozusagen, sondern wenn ich Gaming-Aufzeichnungen mache, also Let's Plays, dann muss ich ja auch sprechen dazu. Und das mache ich eben mit diesem PC und die Aufzeichnung wird dann quasi eine Bildschirmaufzeichnung gemacht und beides wird dann beim Mischen vom Video zusammengefügt, zusammen synchronisiert und so weiter. Also da, falls ihr euch fragt, was ist denn das für ein Bildschirm hier auf dem Gaming-PC, also die sind nicht miteinander verbunden, sondern dieser Monitor, der ist an dem uralten PC hier unten verbunden und der dient lediglich zur Aufzeichnung von meinen Sprachaufzeichnungen, wenn ich Let's Plays mache. Das ist dann eben hier dieses Mikrofon, wo ich reinspreche. Dieses Mikrofon, das geht hier unter dem Tisch quasi auf dieses Mischpult. Da habe ich auch andere Quellen noch angeschlossen. Und von diesem Mischpult eben dann auf den PC. Und letztendlich wird es dann beim Mischprogramm, wenn ich die Videos schneide, zusammengemischt, zusammen synchronisiert. Und so wird es zu einer Einheit, zu einem Video gemacht. Beim Landwirtschaftssimulator oder eben beim neuen Gaming-PC habe ich folgende Eingabegeräte. Das ist hier eben, wie gesagt, einmal das Herzstück natürlich, das Lenkrad, das G27, darunter natürlich auch immer die Pedale, Dreifachpedale, also Kupplung, Bremse und Gas, wie man das auch beim Auto kennt. Dann natürlich hier die mitgelieferte Tastatur, die war ja beim Gaming-PC mit dabei. Dann habe ich hier mein selbstgebasteltes Gamepad, wie ich dem jeweils sage. Und dann habe ich hier rechts davon das Logitech G13, genau. Das ist so ein Gaming-Pad, also so ein, man kann dem fast sagen, eine programmierbare Tastatur. Das heißt, die kann ich entsprechend programmieren. Da sind ja Knöpfe drauf, Tasten, wie man das von einer Tastatur kennt. Und die kann ich jeweils programmieren, wie ich das gerne haben möchte. Ich habe verschiedene Makros, habe ich euch auch schon mal ein bisschen gezeigt. Hier ist noch ein Joystick drauf und so weiter. Dieses,
dieses Logitech, das dient mir eigentlich grundsätzlich bei den Spielen, zum Beispiel, wenn ihr jetzt auf den Monitor schaut, zum Beispiel, um die Kameras zu drehen oder dann auch zum Aussteigen aus den Fahrzeugen. Hier auf diesem Joystick eben habe ich zum Beispiel die Frontlader programmiert und so weiter. Also seit langer Zeit schon immer, seit ich wahrscheinlich 10, 12 Jahre jetzt, bei mir ein Standard Gerät, das ist ein Muss bei mir, habe ich doppelt, habe ich einmal schon lange gehabt und vor etwa einem Jahr habe ich mal eins gesehen, was ausgeschrieben war, Occasion, also gebraucht, aber nein, nicht gebraucht, sondern neu, aber schon älter, aber noch original verpackt, habe ich mir das dann nochmals zugelegt und jetzt hier beim neuen Gaming-PC kommt es mir natürlich zugute. Rechts davon ist dann noch die Gangschaltung, das gehört zum G27 dazu. Das ist hier diese Schaltungskonsole, das heißt, wir haben hier die Gänge und dann natürlich noch ein paar Eingabeknöpfe, die ich jeweils auch individuell aufs Programm programmieren kann, je nach Spiel, je nachdem, wie ich das gerne haben möchte. Zu meinem Gaming-Pad hier, zum selbstgebastelten, das zeige ich euch nachher, das ist damit einem A-Case verbunden, habe ich dann hier unten zum Beispiel zusätzlich noch einen Knopf, damit schalte ich die Maschinen ein, ich sage jetzt mal Zapfwelle ein, Zapfwelle ausschalten. Unter dem Lenkrad hier kann man sehen, ist ein Hebel, ja, vielleicht ist es ein bisschen dunkel, das ist aber bei alten Deutz-Traktoren oft der Fall gewesen, einige haben ihn oben drauf, einige unten, das ist nichts anderes eigentlich als Starten vom Traktor, ich kann ja zum Beispiel mal zum Fahrzeug gehen, zu diesem Deutz da, also ihr seht jetzt hier auf dem Bild ist der Traktor. Und wenn ich dann eben starten möchte, ich weiß nicht, ob man es gut sieht. Mal schauen, ob ich die Beleuchtung kurz ein bisschen... Wo ist der Knopf hier? Ja, so sieht man ihn ein bisschen besser, wenn ich ihn halte. Und den kann ich ziehen. Achtung! Und der Traktor startet. Was ich jetzt zu diesem Gaming-PC neu gemacht habe, das habe ich gerade vor 2-3 Wochen verkabelt, gebastelt. Das ist hier diese Einheit, also auch das ist natürlich alles verbunden. Da habe ich auch einen Schlüssel, da kann ich natürlich auch den Motor starten. Und wenn ich den Schlüssel zurückdrehe, stellt er wieder ab. Hier habe ich dann den Blinker drauf, also Blinker links, Blinker rechts. Und natürlich Mittelstellung, Blinker aus. Und hier habe ich dann die Beleuchtung drauf. Also bei Landwirtschaftssimulator ist es ja so, ich kann ja Beleuchtungen durchschalten, zum Beispiel Normalbeleuchtung, dann Front- oder Arbeitsbeleuchtung, Rückbeleuchtung und so weiter, je nachdem, was natürlich das Fahrzeug drin hat. Wenn ihr ganz gut schaut, seht ihr jetzt hier oben das Fahrzeug, den Traktor. Also nochmal hier, wenn ich natürlich starte. Ganz normal, wie bei einem Auto auch. Dann kann ich hier eben den Blinker einschalten. Jetzt schaut mal auf das Fahrzeug, also Blinker links. Da leuchtet natürlich auch Blinker links auf oder blinkt. Und dann habe ich Blinker rechts. Und eben hier die Beleuchtung, das ist eben Standardbeleuchtung. Und dann gibt es hier noch die Arbeitsbeleuchtung. Sieht man auch, ja, vielleicht sieht man es. Jetzt vielleicht, also nochmal Beleuchtung aus. Jetzt sind nur hier die Rückleuchten an und jetzt die Arbeitsbeleuchtung oben und nach mehrmaligen Drücken natürlich Beleuchtung wieder komplett aus. Bei LS22, bei dieser Spezialedition, war ja noch so eine Rundumleuchte dabei. Die kann ich über diesen Schalter hier steuern, aber das geht natürlich auch über den PC, über das normale Programm. Die kann man nicht einfach so ein- und ausschalten, muss ich natürlich auch über das Arcade programmieren. Wenn ihr jetzt wieder hier im Bild schaut, jetzt müsst ihr euch auf dieses grüne Fahrzeug hier achten. Wenn ich die Rundumleuchte einschalte, seht ihr ja, geht die auch an hier. Und bei diesem LS22 Spezialedition oder Kollektion oder wie man den auch sagen möchte, war eine tatsächliche Rundumleuchte dabei, die ist hier oben auf dem Lautsprecher drauf. Und wenn ich im Spiel also diese Lampe einschalte, geht hier auch diese Rundumleuchte an.
Und das Coole daran ist, jetzt die Video kommt vielleicht nicht so gut rüber, aber im Moment dreht sie ja. Das sind die, man kann in dem Fall sagen, die alten Leuchten, die eben noch einen Motor drinnen hatte, um dann den Reflektor umzudrehen, um dann diese sogenannte Dreh- oder dieser Blink-Effekt oder diesen Dreheffekt zu erzeugen. Es gibt aber auch Fahrzeuge, ich muss gerade mal ein richtiges wählen, ich glaube, ich habe ihn, die sind natürlich ein bisschen moderner, die haben LED-Rundumleuchten, sage ich jetzt mal, da ist kein mechanisches Element mehr drin, das sich dreht, sondern das wird dann per Computerchip angesteuert, damit es auch wie eine Dreh- oder eine Blinkfunktion hat. Wenn ich beim Spiel einen Traktor nehme, der eben ein bisschen moderner ist, der eben blinkt und nicht mehr dreht, dann passiert auch das beim Spiel. Jetzt muss ich einen auswählen, der da ist immer noch drehend. Der ist auch drehend. Der ist auch drehend. Ich muss gerade schnell mal schauen, welcher. Ich hätte ja das auch vorher vorbereiten können, oder? Der ist auch drehend. Ah, der. Seht ihr das? Der hier ist jetzt blinkend. Also so ist es auch im Spiel. Also man sieht hier die Reflektionen. Die sind nicht drehend, sondern die sind wirklich so blinkend, pulsierend. Und wenn ich den wieder abschalte zum Beispiel und ich nehme hier diesen da, sieht man auch im Spiel, wie es sich rumdreht, nicht blinkt, sondern dreht. Also ist hier auch der Unterschied. Man sieht es vielleicht in der Kamera ein bisschen weniger gut. Mal schauen, wie ich es machen kann. Nö. Nee. Aber ihr seht, momentan dreht das Motörchen innen. Und wenn ich zum nächsten Traktor gehe, dann habe ich den Blinkeffekt. Ich lasse beide eingeschaltet. Den hier. Und dann schalte ich um. Voilà. Sieht man auch beim Monitor hier. Oh, bin ich jetzt bei diesem Traktor und hier jetzt beim anderen. Diese ganzen Schlüsselsteuerungen und Schalter und Hebel, die sind natürlich hier über dieses Modul, über dieses Arcase-Modul gesteuert, das wird da programmiert. Habe ich euch auch schon mal ein Video gezeigt, da werde ich jetzt nicht zu tief reingehen. Einfach, dass ihr seht, also ich habe alles komplett neu programmiert. Ich habe gedacht, wenn ich nicht mehr umschalten muss, dann kann ich das auch direkt fix machen jetzt. Also hier habe ich vorher beim alten Arbeitsplatz sozusagen immer die Stecker umschalten müssen, ob oben sie, ob Landwirtschaftssimulator, die sind jetzt fix. Da sieht man also viele, viele Kabel, diese farbigen Kabel hier. Also einige sind natürlich hier direkt auf dieses Arbeitstischchen hier oder dieses Modul. Und dann sind natürlich viele Kabel, die gehen hier durch ein Loch unten durch. Eben zum Beispiel für die Blinkersteuerung, für die Lichtsteuerung, für den Starthebel, für den Start. Zündschloss und so weiter, das geht dann hier nach unten und da wird noch einiges dazukommen, also mein Ziel ist es, hier wahrscheinlich dann auch noch zum Beispiel so Sichtänderungen und so weiter zu machen, Tempomateinstellungen und so weiter, aber das ist alles in weiter Ferne und von daher einfach, dass ihr mal seht, das habe ich alles neu programmiert, alles neu verkabelt, das geht nach unten bis zum entsprechenden Schalter oder Schlüssel, Zündschlüssel, Schloss und so weiter. So sieht das hier aus. Noch ein bisschen provisorisch, aber funktioniert, ist mal hier dieser Monitor, da werde ich wahrscheinlich schauen, noch ein bisschen ein größerer. Für Landwirtschaftssimulator werde ich nicht mehr so ein riesiges Ding haben wie hier dieser Fernseher. Das ist ein Fernseher Sharp von, glaube ich, 2007, 8, 9, so um den Dreh ist der. Funktioniert immer noch einwandfrei. Und für OMSI, sage ich jetzt mal, wenn man sich dann im Cockpit befindet, da ist man wirklich dann fast auf der Straße. Aber für Landwirtschaftssimulator habe ich wirklich gemerkt, dass wenn der Bildschirm ein bisschen kleiner ist, sieht das Ganze ein bisschen flüssiger aus, ein bisschen schöner aus. Ein bisschen größer darf er dann noch sein, weil es ist doch wirklich ein bisschen arg klein, sage ich jetzt mal, wenn man größer gewohnt gewesen ist. Aber ich werde da noch einen größeren Monitor wahrscheinlich dann hinbauen oder hinstellen. Und was sich auch noch ändern wird, sind sicher die Lautsprecher. Hier habe ich einfach mal zwei alte rausgeholt.
Hier ist sogar so, dass der Stecker nicht mehr so richtig funktioniert. Da ist ständig ein Wackel drauf und so weiter. Und ja, ist natürlich nicht interessant und nicht schön so zu spielen, wenn teilweise der Sound ausfliegt und so weiter. Also die werden sicher noch neu kommen. Da wird wahrscheinlich auch noch so eine Art Soundanlage kommen, aber natürlich nicht so ausgeprägt wie diese hier. Das ist ja mit Center und Bass und so weiter, sondern wahrscheinlich einfach so ein ganz gewöhnliches, zwei Lautsprecher und vielleicht unten auf dem Tisch, unter dem Tisch ein Basslautsprecher, so ein bisschen, ja, ein bisschen Sound darf es trotzdem haben, aber sicher wird da nicht so eine Anlage kommen. Ich könnte ja auch sagen, ich könnte beide miteinander verbinden. Das Problem ist leider einfach, ich habe es versucht. Das Problem ist einfach, wenn ich dann Bildschirmaufnahmen mache und so weiter, das kennt man ja, wenn man da Geräte zusammenbaut, ist so irgendwie ein Knirschen drauf, ein Brummen und das stört wahrscheinlich untereinander zwischen dem und dem PC. Irgendwo ist etwas, was nicht okay ist. Das hat ja mit den Potenzialen zu tun, mit Strom und so weiter. Das ist dann für mich zu hoch gestochen, aber ich habe damals so etwas gelesen. Man könnte da Potenzialrichter oder wie man denen sagt, einspeisen und dann würde das verschwinden und so weiter. Aber das lasse ich mal so, wie es ist. Und wie gesagt, hier werde ich dann schauen für eine Soundanlage. Ich habe noch etwas am Lager von früher. Da hatte ich ja mehrere Zimmer. Hier habe ich jetzt nur noch eins sozusagen für Gaming. Und da ist noch etwas übrig geblieben. Und sonst, die sind ja auch nicht mehr allzu teuer. Werde ich da vielleicht mal etwas investieren. Und wahrscheinlich werde ich dann auch so machen, dass ich die Lautsprecher dann an die Wand schraube, zum Beispiel oben. Also so wie dieser hier, der ist von diesem PC, über die Soundanlage natürlich. Und eben der Bass, der dann unter den Tisch kommt. Das weiß ich jetzt noch nicht, wie das dann ausgehen wird. Ich werde euch da sicher berichten, früher oder später. Aber das wird sich noch ändern. Hier habe ich jetzt einfach mal provisorisch das genommen, was ich noch zur Verfügung hatte. Bei diesem Gaming-PC ist eigentlich die Einrichtung oder die Eingabegeräte nichts anderes. Ich habe auch hier natürlich eine Tastatur. Das ist eine alte Logitech Gaming-Tastatur. Die geht. Oh, sorry, Leute. Hier ist es ja geschrieben. G510, auch ein super Ding. Dann habe ich natürlich auch hier ein Lenkrad drauf, auch das G27, unten das Pedal. Hier sieht man übrigens noch der Akkuschrauber, da bin ich immer noch am Stecker und Leistenkabel und so weiter verkabeln unten, deshalb ist das noch da. Dann habe ich hier auch mein Gaming-Pad, sage ich jetzt dem. Eben für OMSI natürlich, sieht ähnlich aus wie in dieses hier natürlich, aber entsprechend für OMSI gedacht, das heißt natürlich mit Türöffner und so weiter. Dieses habe ich damals auch schwarz lackiert, damit es ein bisschen anders aussieht. Dahinter ist auch das gleiche, das A-Case und auch hier gehen dann Kabel für Zündschloss. Und hier für OMSI ist es bei mir die Feststellbremse. Also sind auch die gleichen Hebel quasi. Die habe ich doppelt gekauft. Da gehen also auch hier die Kabel nach unten unter den Tisch und hier dann entsprechend zu diesen Bedieneinheiten. Und dann habe ich auch bei dem noch das alte G13. Das habe ich schon sehr, sehr lange bei mir. Und natürlich hier auch das Gangschaltelement sozusagen und hier der PC. Man sieht, der ist relativ staubig. Den muss ich dann unbedingt mal sauber machen, schon von außen, aber auch innen muss ich den mal abhängen und einen Service unterziehen. Und dann als Bildschirm quasi habe ich hier einen uralten Sharp-Fernseher. Das ist ein Sharp Acros vom eben Jahr, ich glaube 2008, 9, 10 oder so ungefähr ist dieser. Habe ich damals Gebrauch gekauft, das war glaube ich 2012, 13 so ungefähr. Und der läuft immer noch wunderbar, ein tolles Gerät. Klar, die neueren wären dann sicher besser von der 4K-Auflösung und so weiter, aber man muss auch verstehen, ein 4K-Fernseher bringt nichts, wenn das Spiel, zum Beispiel OMSI, ihr wisst ja, die Grafik, jene, die OMSI spielen, wissen, was das bedeutet, Grafik und OMSI. Also bringt das nicht viel, da irgendwie ein besseres Bild. Vielleicht wäre es ein bisschen feiner, vielleicht wären die Übergänge ein bisschen feiner und so weiter, aber viel mehr bekommt man da nicht raus. Und ich sage es jetzt mal so: Wenn man nichts Besseres gewohnt ist als das Alte, ist das Alte immer noch das Beste. Das heißt, wenn man keinen Vergleich hat zum Besseren, dann ist das Alte immer noch gut.
Ja, das war's also schon wieder von diesem Video, quasi das Update von meinem Gaming-PC oder respektive ein neuer Einblick in meine Gaming-Welt sozusagen auf meinem Gaming-Tisch. Mir fällt übrigens gerade auf, das Bild hier bei diesem Bildschirm da passt gerade hervorragend über diese Lüfter rein, ne? Fast die gleichen Farbspiele. Ist ein Zufall, aber ja, okay. Nee, aber ihr habt's gesehen, also links jetzt der neue Gaming-PC mit Landwirtschaftssimulator und hier rechts davon der alte Gaming-PC, das ist der PC und mit OMSI. Beide Mal habe ich eben das G27 Lenkrad, alles ist eigentlich mehr oder weniger doppelt jetzt. Bequemer für mich, wenn ich das eine oder andere Spiel spielen will, muss ich nicht immer umschalten und so weiter. Und das ist natürlich auch für die Kabel, für die Stecker, wenn man da immer abziehen und wieder einstecken muss, nicht gerade fördernd, das wissen wir alle auch. So ist es fix, so kann man es lassen. Und ja, vielleicht werde ich dann dieses da mal erneuern, wenn ich da mal Zeit habe. Das ist natürlich auch noch altersdumm, das war damals so eine Art Prototyp, was ich mal angefangen habe. Heute würde ich es wahrscheinlich schon ein bisschen anders machen, aber es funktioniert. Ich bin es gewohnt von der Bedienung her und so. Deshalb momentan bleibt es. Wenn es Neuerungen gibt, werde ich euch natürlich dann informieren entsprechend. Und ansonsten werde ich jetzt dann gleich noch ein Landwirtschaftssimulator Video machen. Ich habe nämlich einen Hof bezogen und die Geschichte dazu kommt im nächsten Video. Da möchte ich euch mal einweihen dazu und ansonsten gibt es weiterhin Technikvideos, OMSI-Videos, Landwirtschaftssimulator, Musikvideos und so weiter, je nachdem, wie mir Zeit bleibt, wie ich Zeit habe von der Arbeit her, vom ganzen Leben natürlich, wo ich auch privat noch habe. Ich habe einen Haushalt und da habe ich halt nicht immer Zeit, tonnenweise Videos für euch zu machen. Aber ich bleibe dran, ihr bleibt dran. Abos gehen wir in relativ großen Schritten jetzt auf die 1000 zu. Ich freue mich darüber und ansonsten noch weiter Daumen hoch. Vielleicht auch ein bisschen mehr Zuschauer wäre cool. Und ansonsten bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage nur Neuss und Pascal. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss.